Weiter geht's mit einfachen Beispielen zur Zentripetalkraft. Hat man im früheren Video schon mal betrachtet, Bewegung der Erde um die Sonne. Da kamen wir drauf, die Bahngeschwindigkeit ist ungefähr 30 km pro Sekunde. Ich nehme hier auch den gerundeten Wert, es geht hier eh nur um Größenordnung. Der Radius ist 150 Millionen Kilometer, sogenannte astronomische Einheit, Abstand Erde-Sonne. Und ich gehe wieder davon aus, dass ich eine perfekte Kreisbahn habe, was nicht wirklich stimmt. Aber das spielt hier keine Rolle. Die Masse der Erde beträgt ungefähr 5,97 Quadrillionen Kilogramm oder Trilliarden Tonnen. Kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen. Ist auch sehr verblüffend, wie man denn auf die Masse der Erde kommen sollte. Dazu im Kapitel über Gravitation und Planetenbewegung mehr. Dann setze ich einfach ein in die Formel mv² durch r, bringe wieder alle Einheiten auf Kilogramm, Meter und Sekunde, das nachher Newton rauskommt. Das hier bitte über die Potenzschreibweise mit dieser EE-Taste in den Taschenrechner eintippen. Macht es bitte mal als Übung, ob er hier auch auf dieses Ergebnis kommt. 35,8 mal 10 hoch 21 Newton. Oder, dass ihr das mal gehört habt, die Abkürzung für Trilliarden sind Zeta. Also 35,8 Zeta Newton, eine unvorstellbar große Kraft. Wie schon mal gesagt, die Zentripetalkraft ist nicht einfach da, sie muss irgendwo herkommen, sie muss eine physikalische Ursache haben. Das ist hier die Massenanziehung zwischen Erde und Sonne, also die Gravitationskraft, die die Sonne auf die Erde ausübt, bringt die notwendige Zentripetalkraft für diese Kreisbewegung auf. Das immer unterscheiden. Nicht einfach denken, ja, die ist dann da bei einer Kreisbewegung, sie muss irgendwo herkommen. Weiteres Beispiel, wir haben hier eine Seitenansicht von einem Drehteller, der so rotiert, also um diese Achse mit einer Frequenz f. Darauf liegt ein Klotz der Masse m. Wenn ich das in der Schule mache, nehme ich da gerne so ein kleines Star Wars Figürchen, Yoda meistens. Daher kommt auch die komische Bezeichnung auf dem Arbeitsblatt, dass Yoda sich auf irgendeinem Drehteller befindet. So. Yoda bleibt nicht freiwillig hier sitzen oder dieser Klotz der Masse m, sondern will eigentlich wegfliegen von der Drehscheibe. Die einzige Kraft, die ihn hier daran hindert, ist wieder die Haftreibung. Die Gewichtskraft ist hier gleichzeitig die Normalkraft, die senkrecht auf die Unterlage zeigt. Diese erzeugt jetzt wieder, wie beim Auto, bei der Kurvenfahrt des Autos, eine Zentripetalkraft Richtung Mittelpunkt des Kreises. Hier sind ein paar Zahlen gegeben, die Masse soll 200 Gramm sein von dem Klotz, Haftreibungsfaktor 0,5, Radius der Kreisbahn 15 cm. Gefragt ist, mit welcher maximalen Frequenz darf sich der Drehteller drehen, damit der Klotz gerade noch so liegen bleibt. Also wenn ich ein bisschen die Frequenz erhöhe, fliegt er tangential weg. Dann wie beim Auto, Kurvenfahrt. Solange die notwendige Zentripetalkraft kleiner als die vorhandene Haftreibungskraft ist, haben wir schon mal diskutiert, FH Max heißt maximal mögliche Haftreibungskraft, die diese Normalkraft bei diesem μ auslösen kann, dann bleibt der Klotz auf einer Kreisbahn. Das heißt, im Grenzfall ist die Zentripetalkraft gerade gleich groß wie die maximale Haftreibungskraft. Dann kann man sich darüber streiten, ob er da jetzt schon wegfliegt oder nicht. Das ist ein fließender Übergang. Aber rechnen wir es mal in diesem Grenzfall durch. Hier nehme ich jetzt tatsächlich die Formel nicht mv² durch r, sondern mω² r. Das passt besser zur gesuchten Frequenz. Das muss man also in jeder Aufgabe entscheiden. Nimmt man mv² durch r oder mω² r. Und weil ich hier die maximale Winkelgeschwindigkeit wissen will, schreibe ich hier Omega Max hin. Auf der anderen Seite steht wieder Haftreibungsfaktor mal Kraft, die senkrecht auf die Unterlage drückt. Das ist hier die Gewichtskraft, also μ mal m mal g. Dann kürzt sich die Masse weg. Da ist wieder der Hintergrund, dass die träge Masse, die hier drin steckt, das ist letztendlich das Newtonsche Grundgesetz, äquivalent ist zur schweren Masse, die in der Formel für die Gewichtskraft vorkommt. Also m ist weg, ist völlig egal, wie schwer der Klotz ist. Davon hängt die Grenzfrequenz nicht ab. Dann setze ich ein, Omega ist 2πf, das heißt Omega Max ist 2π mal f Max. Wenn ich das quadriere, steht hier 4π² f Max Quadrat r gleich μ mal g. Ich teile durch alle Dinger, die nicht f sind
Weil ich hier ein Quadrat habe, ziehe ich die Wurzel. 4pi Quadrat, wenn ich möchte, kann ich nur rausschreiben. Ich kann es auch so eintippen. Tippe die Zahlen ein. Wichtig, wieder hier in Meter arbeiten, dass die Einheiten am Ende passen. Meter kürzt sich weg. Es bleibt 1 durch Sekunde Quadrat. Wenn ich die Wurzel ziehe, bleibt wie gewünscht 1 durch Sekunde. Die Zahl, die rauskommt, 0,92. Also ist die maximal mögliche Frequenz dieses Drehtellers ungefähr 0,9 Hertz, sodass der Klotz hier gerade noch sich auf der Kreisbahn befindet und nicht tangential wegfliegt. Das wäre mal ein Beispiel, wo diese Formel hier nützlich ist und man nicht mv² durch r verwendet.